Wir gehen mal in den Kommentar von Cloud. Was würdest du empfehlen, wenn passive Suizidgedanken auftreten? Also spezifisch, ich habe manchmal dieses Gefühl, einfach nicht da sein zu wollen, nicht zu existieren. Es ist besser geworden mit psychiatrischer Behandlung. Und jetzt habe ich es nicht mehr so häufig, trotzdem noch manchmal. Also was kann ich selber aktiv dagegen tun? Ich finde das bei einem solch sensiblen Thema natürlich ein sehr vorsichtiges Vorgehen in einem solchen, ja, einem solchen Plattform wie hier jetzt natürlich auch angebracht ist. Und Suizidgedanken sind immer ernst zu nehmen, aber ganz viele vom Betroffenen erlebten Suizidgedanken sind eigentlich auch medizinisch-psychiatrisch erstmal gar nicht als solche einzuschätzen. Ich habe es in einem anderen Video schon mal gesagt, man differenziert nachher zum Beispiel nach dem präsuizidalen Syndrom nach Ringel, Suizidvorbereitung und dann auch Versuche. Es gibt klare Tendenzen, dass Männer zum harten Suizid neigen und Frauen zum zu quasi einer weichen Suizidvariante, was bedeutet, man nimmt Tabletten, um ein Zeichen zu setzen und Männer schmeißen sich direkt ins Wasser oder von Zug oder irgendwie so. Und häufig sind Suizidgedanken initial erstmal eigentlich etwas ganz Banales, nämlich eine Lösung für eine unangenehme Situation, in der man sich befindet. Das bedeutet, wenn man in irgendeiner Lebenssituation steckt und man nicht weiß, wie komme ich da raus, was kann ich machen und man erlebt eine dauerhafte Belastung, dann wird aber die Grundfunktion unseres Kopfes, nämlich nach Lösungen zu suchen, ja am Ball bleiben. Und ein Freitod ist eine mögliche Lösung, wie sich entsprechend Dinge auch verändern können. Und deshalb muss man eben auch immer erstmal sagen, sind Suizidgedanken am Anfang eigentlich erstmal Lösungsgedanken, die aber problematisch werden, wenn wir uns nicht mehr davon entsprechend distanzieren und oder abgrenzen können. Und das wäre hier etwas, wo man eben auch mal genauer differenzieren darf. Wenn du jetzt schon mit entsprechend psychiatrischer Unterstützung eine Linderung oder eine Erleichterung in deiner Symptomatik mitbekommst, dann würde ich sagen, hast du wahrscheinlich ja auch schon eine gewisse Geschichte hinter dir und bist nicht plötzlich durch solche Erlebnisse aus dem Leben gerissen worden. Es ist deshalb auch wichtig, eine solche Frage im Kontext deiner Vorgeschichte zu beantworten. Und so eine klassische Vorgeschichte wäre eben auch, dass man sagt, das war schon im Teenageralter schwierig, die Elternebene hat gewisse Probleme mitgebracht, man hat einschlägige Erfahrungen in Schule gemacht. Man steckt vielleicht noch so zwischen Schule und Ausbildung irgendwo und hat noch gar keine richtige Orientierung, wie geht's weiter, etc. pp. Und solche Aspekte sollte man natürlich in eine solche Fragestellung und Antwortfindung mit einbeziehen. Und was ich dir aber schon aufzeigen wollen würde, ist, dieses Gefühl, nicht da sein zu wollen oder nicht existieren zu wollen, das ist wahrscheinlich kein Gefühl, sondern es sind durchaus klarere Gedanken in deinem Kopf, denn unser Kopf arbeitet in der Regel ja mit Präsenzen in Form von Bildern und Sprachmustern. Das bedeutet, du hast häufig wahrscheinlich in deinem Alltag unangenehme Situationen und Erlebnisse, wo dein Kopf dann entsprechende Gedanken mit dazu gibt, die du dann als quasi passive Suizidgedanken bisher beschrieben und bewertet bekommen hast. Das wäre vielleicht dann eine, ich sag mal, auch automatisierte Beschreibungsform, wo man gerade sagt, hey, Moment mal, das sind ja gar nicht direkt Suizidgedanken, sondern auch hier eigentlich erstmal etwas anderes, wo wir mit der Beschreibung einfach aufpassen müssen, die unser Kopf uns mal angeboten hat. Denn wenn du mit einer solchen Beschreibung beim Arzt vorstellig wirst, dann wird der ganz schnell natürlich das entsprechende Programm inklusive Psychiatrie abspulen. Wenn wir dann aber nachher rausfinden, Moment, eigentlich ist es in deinem Hintergrund dann doch nochmal ganz anders, dann haben wir nochmal eine erste Möglichkeit der wegweisenden Schlüsselung da drin. Ja? Und da müssen wir eben auch gucken, initial, wie kriegen wir deine Situation etwas berügt und geordnet. Darauf aufbauend müssen wir halt gucken, dass du Boss im Kopf wirst. Boss im Kopf zu sein, heißt nicht, dass du alles kontrollierst, was da drin passiert, um Gottes Willen. Aber das heißt, dass wir mal weg von dem alten Extrem kommen, wo wir so gar keine Kontrolle hatten. Da müssen wir hin. Ja, all die Inhalte, all die Empfehlungen, die ich euch gebe, da geht es ja gar nicht darum, wie kannst du das zu 100% im Extrem so umsetzen, wie ich es dir empfehle. Es geht viel eher darum, wie kannst du aus der krassen Gegenalternative dich mal ein Stück weit erlösen. Ja, so ein bisschen vom anderen Extrem wegkommen. Das ist eigentlich das, wo wir nachher hinwollen. Und darauf aufbauen müssen wir dann einfach gucken, dass wir dein Leben fixen. Weil höchstwahrscheinlich auch in deinem Leben
einfach viele Dinge nicht gut laufen, weil viele Dinge in deinem Leben in einer Art und Weise laufen, sodass dein Leben sich für dich nicht gut anfühlt. Und du vielleicht auch noch gar keine Ahnung hast, wie sollte es anders denn eigentlich konkret mal sein, damit es sich eben auch verändert. Und das wäre dann eigentlich der zweite, sehr viel wichtigere Schritt, den wir ganz oft in unserem Leben eigentlich dann noch vor uns haben, an den viele Menschen gar nicht so denken. Ja? Ihr braucht keinen Termin bei mir zu machen oder auch nichts anderes von mir euch quasi reinzuziehen, wenn die Erwartung da ist, ich könnte euch heilen. Ja, es macht keinen Sinn, euch mal einen Termin bei mir zu buchen in der Hoffnung, ich mache dann irgendwas und ihr werdet euer Problem los. Ich kann euch Anleitung geben, wie ihr euer eigenes Denken gut trainieren und beeinflussen könnt und euch zur Seite stehen, euer Leben zu fixen, in Anführungszeichen. Ja? Aber das müsst ihr letztlich immer noch selber dann nachher auch umsetzen. Und das bedeutet dann für uns, dass der erste Schritt in der Erkenntnis liegt, du hast gar keine Krankheit, die wir heilen könnten und du dann plötzlich funktionieren würdest. Und dann kommt irgendwann relativ rasch in der Regel die Erkenntnis, okay, ich muss nicht irgendwas heilen, ich muss an Kompetenzen arbeiten, wie ich anders und besser mit Dingen umgehen kann. Und dann kommt noch die nächste Erkenntnis mit oben drauf, dass ihr versteht, ihr müsst dann auch noch an den Kompetenzen arbeiten, wie ihr euch ein gesundes und glückliches Leben erarbeitet. Das kommt dann auch nicht von alleine. Und deshalb wäre mein Hinweis hier, es ist natürlich schon ein wichtiger Part zu gucken, wie wir in der Akutsituation erstmal deine Situation etwas abpuffern können. Dann kommt aber der nächste Schritt, dass wir mehr Orientierung und Ordnung da reinbringen dürfen. Und dann kommt noch der Schritt, der eigentlich vor jedem von uns steht. Kein Mensch da draußen hat Symptome und erzählt mir im Erstkontakt, aber in meinem Leben ist alles wirklich tipptopp, inklusive meines Denkens und Erlebens auf mentaler Ebene. Wir finden immer die adäquaten Hintergründe. Uns Menschen geht's schlecht, weil wir Dinge machen, die wir nicht tun wollen und Dinge noch nicht erleben, die wir aber gerne in unserem Leben drin hätten. Und darauf aufbauend müssen wir dann eben auch schauen, dass der Mensch sich ein Leben erschafft, mit dem er zufrieden ist. Deshalb, ihr müsst euch von dem Gedanken verabschieden. Ihr könntet eure Symptome loswerden, ohne euer Leben und oder euer Denken zu verändern, in Anführungszeichen. Nur das Schöne ist ja, in der Regel geht es dann doch relativ schnell, wenn man an den richtigen Punkten ansetzt. Da müsst ihr euch konsequent an den Tipps aus meinen Videos orientieren und diese versuchen, möglichst oft und möglichst kontinuierlich umzusetzen.